Und dann, zu meinem 5. Geburtstag. Er hat mir erlaubt, dass ich mir selbst einen Kuchen backe. Ich dachte damals, das wäre das Großzügigste, was je ein Vater für sein Kind getan hat. Und dann hat ihn dieser blöde Igel gegessen. Ja, hör mal, ich verstehe total, dass du sauer bist. Sauer? Ich bin nicht einfach nur sauer. Was ist man, wenn man sein Leben lang belogen und betrogen wurde? Er hat mich um meine Familie gebracht. Er hat mich wie Dreck behandelt. Ich bin... stinksauer? Ich bin stinksauer! So, ich habe die Murmeln eingesetzt. Das Ding sollte jetzt alles entsteinern, was härter als Apfelmus ist. Okario, bist du bereit? Wer ist Okario? Flötennase. Schatz, zeig ein bisschen mehr Respekt. Er ist der legitime Herrscher über Asposien. Oh, lol. Okario Boe, der Dritte. Flötennase. Okario Boe, der Dritte. Das klingt viel besser als Robert. Ich finde immer noch, dass Robert schöner klingt. Ach, Junge, warum musstest du denn hier rumschnüffeln? Jetzt muss ich euch alle umbringen. Laura, schnell! Hallo! Kann er nicht. Nicht schon wieder. Genug! Lass die Basilien los! Ich war viel zu lange nett. Wird er auch versteinert? Der ist auch. Die sind alle versteinert. Mehr oder minder. Wow, interessant, dass ich das ohne einen Kratzer überlebt habe. Oh nein, jetzt habe ich einen Entsteinerungsbasilen, aber er ist kaputt. Ich hätte damit keine Bruchlandung hinlegen sollen. Gut, was haben wir denn hier? Wir haben die Motorhaube, wir haben den Basil, wir haben einen Bremsschirm. Komm, jetzt machen wir erstmal hier die Motorhaube auf. Fest verschlossen. Na toll. So kriege ich ihn da nie raus. Und mit dem Fallschirm kann ich dich benutzen? Der ist sicher an dem Basilen befestigt. Alles klar, alles klar. Kann ich das Schild mitnehmen? Ja, komm, hier. Und damit stemme ich dich auf, oder? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Du sollst doch auch nicht albern. Haben wir denn sonst noch was da? Wir haben noch das Blumenbeet. Basil, dann geht's zum Empfang, geht's in die Windkapelle. Gehen wir mal da hinten hin. Keine Ahnung, vielleicht können wir ja flöten. Ach, guck mal, da ist Huck. Huck, wo kommst du denn her? Hallo? Komm mit, wir retten jetzt die Welt. Eingepackt, alles klar. So, haben wir die Ringe, Symbole, ein Haken. Versteinerte Dynastie, Dekoration und ein schlafendes Phosphor. Warte mal, wir flöten hier nochmal. Wie war denn das? Ich spiele das Lied erst weiter, wenn meine Familie wieder lebendig ist. Alles klar. Aber da kann man jetzt hier momentan... Macht euch keine Sorgen. Ich werde euch retten. Ja, das ist schon klar. Kann ich da noch was machen? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Da könnte man das Schild hinhängen, oder? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ja, na gut, okay. Das bringt alles nichts. Dann gehen wir doch nochmal raus und gehen zum Empfang. Vielleicht hilft mir ja jetzt der Empfangstypi, weil ich ja hier der legitime Herrscher bin. Hahaha. Wenn er noch da ist und nicht versteinert. Ja, da ist er doch noch. Steve. Hallo, Steve. Pete. Hallo. Wie geht's so, euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Tja. Wir müssen die Dynastie retten.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Mit der Dynastie ist alles in bester Ordnung. Erst gestern hat Okario Boe 2 zu mir gesagt, was für einen tollen Job ich hier mache. Mensch, Steve, jetzt wach endlich auf. Was redest du da für einen Unsinn? Pete, halt dich da raus! Oh Mann. Okay, okay, das bringt nichts. Können wir noch weiterreden? Ich weiß nicht. Wir müssen... Nein, ich muss gar nichts. Okay. Ja dann, danke für deine, eure Hilfe. Jederzeit. Komm, dir halten wir das Schild hin. Dann bist du nämlich dreifach da. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Gut, okay, dann eben hier hin. Das könnte Spaß machen, bringt aber nichts. Manno. Warte mal. Kann ich mit dir reden? Hey, lass das! Den Spiegel bekommst du nicht! Gib ihm den Spiegel! Nein! Und das ist mein letztes Wort! Aber er ist der Chef. Kann ich dich mit Öl einschmieren oder mit das Fisch? Das wird nicht klappen. Hier, Huck, kümmere dich um ihn. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Dann kriegt er einen Fisch und dann Huck. Das könnte Spaß machen, bringt aber nichts. Alles klar. Kommen wir draußen nochmal. Opheline. Da haben wir ein schlafendes Phosphos, eine Statue. Schruffeline, hi. Ah, guck mal, wir können mit ihr was reden. Ah, ja, die kann uns helfen vielleicht. Wie geht's dir, Schruffeline? Wie war dein Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Man riecht das doch nicht etwa? Nein, nein. Ach, also doch, ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Tja. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Naja, warum nicht? Ich hab gehört, das Kauen auf Wurzeln soll helfen. Ach, davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ach, Schrofeline. Ja, aber guck mal, die Basilen. Hast du die riesigen Basilen gesehen? Klar, der eine hat mich blöd angeguckt, da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein, ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Ja, später vielleicht. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Aber hier, Edelstahl, kannst du das Schild nehmen? Das wird nicht klappen. Ach, Manno. Yay, ich habe ein Phosphos dabei, geil. Kann ich dich noch mitnehmen? Ich werde sie nicht nochmal kaputt machen. Nein, mitnehmen, nicht kaputt machen. Fisch? Hier, ich habe einen Fisch für dich. Danke, ich finde Blumen auch viel zu altmodisch. Ja? Nein, nimm das Teil aus meinem Gesicht. Schenk das Ding doch Grünkäppchen. Grünkäppchen? Wer ist Grünkäppchen? Und mir sonst noch was? Nö. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, ja. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Gut, okay, alles klar. Schauen wir uns hier noch um, vielleicht haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen. Da haben wir noch ein schlafendes Phosphos, das nehmen wir auch mit. Haben wir gleich zwei schlafende Phosphos. Skizze, komm. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Na toll. Gut, da haben wir noch Kaugummis. Kann ich haben? Ja! Au, die sind ja steinhart. Was ist mit den Weichkeksen passiert? Die gibt es nicht mehr. Seitdem irgendjemand versucht hat, mit meinem Rührgerät Glassplitter, Rost und Steinstaub zu mixen. Wer macht denn sowas? Tja.
Haben wir sonst mal irgendwas? Nö. Na, warte mal. Vielleicht kann ich Schrofeline hier die steinharten Kaugummis geben. Vielleicht macht die mir die ja weich. Weiß ich nicht. Kann ja funktionieren. Willst du einen Kaugummi? Klar, gib her. Klonk. Yeah. Okay, da war passiert. Nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Alles klar, alles klar. Magst du einen Aussprung? Ah, warte mal. Nein, dann werden nur meine Hände klebrig. Dann mit dem Schild vielleicht. Plonk. Komm, blas nochmal. Blas die Blase! Die will ich mitnehmen. Komm schon! Genau. Das war doch jetzt geraten, oder? Mano! Das wird nicht klappen. Okay, das funktioniert alles nicht. Warum eigentlich nicht? Und anschauen erstmal. Wie sie diesen Kaugummi durchkaut. Ich hab fast Mitleid. Hack. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, irgendwie, dass sie da halt rankommen. Okay, das bringt alles nichts. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, okay, hat man schon. Aber wieder alleine kommen. Gut. Vielleicht fehlt mir ja noch was. Mal innen drin schauen. Ah, warte mal. Vielleicht können wir mit dem Schild den Fallschirm hier abhauen. Warte mal, da, guck mal hier. So. Ganz falsch. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, war es. War aber eine Möglichkeit. Warum sollte ich das tun? Kann ich Hack darauf ansetzen? Warum sollte ich das tun? Dass ich da halt rankomme, deswegen. So, schauen wir mal. Basil, Bremsfallschirm, Motorhaube. Warte mal, wenn ich hier pfeife. Passiert nichts. Die schlafen weiter. Ah, warte mal. Vielleicht hier drinnen noch. Oh, da ist auch das schlafende Phosphos. Jetzt habe ich 3 Stück. Frage ist, was fange ich mit 3 schlafenden Phosphos an? Was haben wir denn hier sonst noch? Wir haben hier die Ringe, die Symbole, den Haken. Man könnte was daran aufhängen. Ja, wahrscheinlich den Fallschirm, oder? Oder was da? Das wird nicht klappen. Gut, okay. Die Symbole auf den Ringen sind Noten für die Windhymne. Das sind die Notenringe. Sie drehen sich, wenn ich das Lied auf meiner Nase spiele. Ja. Wenn wir es jetzt nochmal spielen, weiß nicht. Einfach zum Gucken, ob was Passendes passiert. Also, so. Ich spiele das Lied erst weiter, wenn meine Familie wieder lebendig ist. Okay, alles klar. Das funktioniert insofern mal nicht. Da haben wir auch noch Dekoration. Warte mal, kann ich dich das Schild dahin hängen? Ja, komm. Schild. Zack. Das wird nicht klappen. Gut. Lege den Basilen frei. Halt, da wollte ich überhaupt nicht hin. Aber einmal hin. Lege den Basilen frei. Basil. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Kann ich euch Phosphos da rein? Ein kleines Phosphos liegt allein im Schirm. Da setze ich alle 3 rein. Zwei kleine Phosphors liegen zusammen im Schirm. So. Und jetzt sind es 3. 3 kleine Phosphors im Schirm. 3 kleine Phosphors liegen im Schirm. So. Und jetzt flöten wir und hier heben das Ding raus. Ja! Plonk. Alles klar. So geht's auch. So,
Komme ich an die Motorhaube ran? Da ist das Hirn des Basilen drin. Fest verschlossen. So, was haben wir sonst noch? Steinerungsaugen? Diese Augen können Menschen entsteinern. Er ist ein guter Basil. Warte mal. Das sind hier welche? Kann ich euch hier quasi entsteinern? Okay, das muss umgeleitet werden. Dann machen wir das hier mit. Zack, bumm. Yeah. Es werden die hier schon mal entsteinert. Mist. Mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Mann, warum nicht? Okay. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Gut. Nehmen wir die Augen raus. Was passiert jetzt, wenn ich da drauf drücke? Geht nicht. Gut, alles klar, alles klar, alles klar. Kann ich dich irgendwie drehen? Vielleicht ein wenig drehen. So, Augen nochmal einsetzen und nochmal schießen. Ja! Ab in die Windkapelle. Aber ich bin getroffen? Hallo? Nein. Verdammt. Schade. Okay. Aber es ging zumindest mal in die richtige Richtung. So, Hakensymbol, wie ist das hier? Ah, warte mal, kann ich den Fisch hier hinhängen? Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Wenn ich den Fisch hier... Na, warte mal. Ein Schussloch. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Da hat's hingeschabbert. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Das wird nicht klappen. Ah, warte mal. Ich brauche also hier etwas, um das zu verteilen. Warte mal, da oben war ein Diamant. Zurück. Zurück, sage ich. Weiß nur nicht, ob ich den nehmen kann. Was ist da oben hier denn? Da. Nö. Versteiner der Dynastie, dies, das, jenes, da. Ich habe aber auch nichts, womit ich das jetzt hier rausholen könnte. Vielleicht müssen wir nochmal zum Empfang schauen. So, haben wir hier nochmal was. Okay. Steve. Hallo Steve, Pete, Hallo, wie geht's so, euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen einen Spiegel. Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses! Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarios Junge. Kann nicht sein! Der Thronfolger ist doch ein Baby. Aber das bin ich. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Tja. Pete, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist er schon? Ich wüsste nicht, warum ich. Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Aufhören! Ich wusste doch nicht. Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um.
Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Das ist jetzt blöd. Au! Die kann ich so nicht aufheben. Die sind viel zu scharf. Ja. Aber da könnte mir eventuell der Kaugummi helfen. So, theoretisch, tendenziell. Kann ich das nehmen? Nein, dann werden nur meine Hände klebrig. Und wenn ich die vorher einöle? Kein Hunger. Und er gehört genau genommen auch Huck. Warum sollte ich das tun? Trofeline, kannst du mal mitkommen? Menno. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, ja, okay. Ich weiß. Die will wieder, dass ich alleine komme. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nein, dann werden nur meine Hände klebrig. Okay. Irgendwie muss ich jetzt dann die... Ah, warte mal, hier. Steve, hallo? Steve? Oder Pete? Jemand zu Hause? Nein? Kann er irgendwas machen? Er hat sich selber K.O. geschlagen. Ich bin nicht ansatzweise so überrascht, wie ich vielleicht sein sollte. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Haben wir auch Kaugummis? Ich brauche nicht noch eins. Da liegen Kaugummis. Ich wünschte, es wären Kekse. Der arme Pete. Es hat ihn über die ganze Theke verteilt. Irgendwie muss ich das ja mitnehmen. Wahrscheinlich geht es mit dem Fisch auch nicht, oder? Warum sollte ich das tun? Ah, warte mal. Kann ich da einen Kaugummi reinfüllen? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Und wenn ich Schrofeline den Fisch gebe und sie bläst da den Kaugummi rein, habe ich dann sowas wie einen beppigen Kugelfisch oder sowas? Schrofeline! Hier, ich habe einen Fisch für dich. Danke, ich finde Blumen auch viel zu altmodisch. Ja? Nein, nimm das Teil aus meinem Gesicht. Schenk das Ding doch Grünkäppchen. Huck will sie wahrscheinlich auch nicht haben. Das wird nicht klappen. Gut, okay. Irgendwie müssen wir also die Scherben hier jetzt einsammeln, ne? Haben wir sonst noch irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe? Da haben wir noch die Skizze, die bringt mir aber nichts. Oder steht da noch was dran? Die Skizze von Lauras Vater, Dr. Reminepo. Wie soll man darauf bitte kommen? Was? Jetzt habe ich was verpasst. Die Skizze von Lauras Vater, Dr. Reminepo. Das sollen die Ringe aus der Windkapelle sein. Wie soll man darauf bitte kommen? Ja, was ja klar ist. Also das ist schon logisch hier. So, was haben wir hier sonst noch? Ein Schussloch. Damit kann man nichts machen. Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Tja. Motorhaube, da Basil. Auslöser. Warte mal, hier Fisch. Kann ich den da drauflegen und dann haut Huck hier rum. Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, das ist ein guter Platz für einen Fisch. Ja, ein sehr guter Platz. Huck? Das war doch jetzt geraten, oder? Du kommst mit mir, alter Freund. Und so? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ich will ja nicht rumalbern, ich will, dass der das hier macht. So. Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, das ist ein guter Platz für einen Fisch. So, und jetzt bauen wir Huck auf die Motorhaube. Warum sollte ich das tun? Irgendwo hier platzieren, weißt du? Warum sollte ich das tun? Ja, dass Huck das Dingens auslöst, das ist der Grund. Kann ich das nochmal hier irgendwo bewegen? Vielleicht ein wenig drehen. Ah. Du kommst mit mir, alter Freund.
So, kann ich jetzt die Motorhaube quasi aufmachen? Ja, da ist die Motorhaube offen. Meine Güte, das hätte auch schief gehen können. Ist es aber nicht. Das Gehirn. Man kann nie genug Hirn haben. So, jetzt habe ich hier eine Kugel. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Pass auf, jetzt, ich habe eine Idee. Das ist eine Kugel. Wir machen uns jetzt quasi eine Disco-Kugel. So, und zwar, erstmal machen wir die Disco-Kugel klebrig. Trofeline! Würdest du? Komm, einmal pusten. Nom, 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 nom. Und jetzt komm. Hallo? Na, also geht doch. Das machen wir einmal klebrig. Toll! Jetzt kann ich Sachen dran kleben. Ja, und zwar die Splitter. So. Komm. Zack. Da kleben wir jetzt die Scherben drumrum. Dass das nicht einfach in seiner Tasche klebt. Spiegelkugel. So, jetzt legen wir den Fisch hier nochmal hin. Ah, jetzt können wir dann Hack drauf ansetzen. Hm, ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, das ist ein guter Platz für einen Fisch. So, jetzt müssen wir das Ding hier aber nochmal drehen. Vielleicht ein wenig drehen. Nein, nicht ganz so weit. Vielleicht ein wenig drehen. So, jetzt geht es dann nämlich da hinten rein. Fass! Los, Huck! Hol dir den Fisch! Er würde zum Fisch fliegen und den Auslöser drücken. Aber von hier aus kann ich das auch selbst erledigen. Alles klar, perfekt. Dann machen wir das von da drin. Wir hängen jetzt unsere Disco-Kugel auf. Ja, und zwar hier an den Haken. Und damit beleben wir die ganze Dynastie wieder. Yeah! Das war clever von mir. Oje, oje, oje. Nein, 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 nein. Uah. Jetzt kommt Conroy, verdammt. Nein! Bleib genau da stehen. Conroy, was tust du hier? Was hast du vor? Komm nach Hause, Robert. Komm zurück in den Palast. Das war nie mein Zuhause. Du hast mein Zuhause zerstört. Oh, mein Junge, wie redest du denn mit mir? Ich sage dir, was nun passieren wird. Wir beide kehren in den Palast zurück. Ich werde eine hübsche, dicke Kette für dich finden. Und du wirst mein Lieblingslied spielen. Schön sauber. Eine Note. Wie in alten Zeiten. Ich werde nie wieder für dich spielen. Oh, aber Robert, du wirst keine Wahl haben. Irgendwann wirst du atmen müssen und bis dahin habe ich einer Wache beigebracht, auf deinen Nasenlöchern herumzudrücken. Ha, wie kommst du denn auf die Idee, dass das Volk dir vergeben wird, wenn sie erfahren, was du getan hast? Welches Volk? Meine Armee versteinert gerade alles, was sich bewegt. Wenn ich mit Asposien fertig bin, werde ich einen hübschen, riesigen Garten aus Statuen haben. Wie konnte ich all die Jahre nicht merken, was für ein Monster du bist? Du wirst sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn du in deiner Zelle im Palast sitzt. Warum erschießt du mich nicht einfach? Junge, du warst doch immer wie ein Sohn für mich. Das würde ich dir doch niemals antun. Musst du aber. Lebendig kriegst du mich nie. Alles klar. Jetzt ist Huck. Fass! Los, Huck! Hol dir den Fisch! Jetzt geht's los! Huck, rette die Welt! Mann ist der bescheuert. Und los geht's. Feuer frei. Das war wohl nichts. Jetzt bin ich dran. So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen.
Na toll. Wir sind versteinert. Was? Oh. Okay. Zum Glück funktioniert seine Waffe nicht richtig. Zumindest dieses Mal. Okay, schade. Alles klar. Wir müssen doch selber auslösen. Komm schon, Hack. Ich nehme dich wieder mit. Dann nehmen wir auch den Fisch mit. Du kommst mit mir, alter Freund. Und wir drücken. So, jetzt müssten aber alle wach sein, oder? Das darf doch nicht! Keine Bewegung! Warum sollte ich auf dich hören? Ich bin der mit der Waffe. Argument! Alles klar. Hier. Meist mal ein Fisch. Was wird das? So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen. Knirsch, knack. Ob er dann jedes Mal ein bisschen weniger wird? Zum Glück funktioniert seine Waffe nicht richtig. Zumindest dieses Mal. Gut, wir nehmen das dann nochmal mit. Die hängt da gut so. Nein, die soll dahin. Wie sonst soll das hier funktionieren? Okay. Wir setzen den Fisch nochmal an. Das muss nochmal funktionieren. Und zwar das nochmal da drauf. Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, ja, macht ja das Sinn. Das ist ein guter Platz für einen Fisch. Ah, Versteinerungsabbruch. Nein, nicht die Motorhaube öffnen. Hier die Entsteinerungsaugen raus. Die Versteinerungsaugen rein. Komm. Der Conroy ist ja im Rücken getroffen worden, ne? Zack. Jetzt sieht er uns, wir schicken Hack los und er wird versteinert. Ich weiß ja nicht, wie du es geschafft hast, dich zu entsteinen. Aber hör auf damit! Hä? Wie hast du den Aufprall mit der Wand überlebt? Ich hab zuerst gefragt. Hack, du bist dran. Was? Los, Hack, hol dir den Fisch. Go, 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 go. So, jetzt aber. Super Taube, schlägt zu. Overlad. Da ist er kaputt. So, den Phosphorshammerhänger nehme ich mit. Es wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Irgendwie sarkastisch, aber den kann ich jetzt hier hinhängen. So. Zack. Jetzt noch ein paar Bilder hier und dort und schon wäre es viel gemütlicher. Jetzt wird das hier abgelenkt, prallt da drauf und alles ist in Ordnung. Wir tauschen die Augen wieder aus. So, einmal raus. Die Entsteinerungsaugen rein. Hack nehmen wir wieder mit. Ich nehme dich wieder mit. Weil ich will da sein, wenn das funktioniert. Will direkt vor Ort sein. So. Schauen wir uns das noch an. Ob einer dieser Steine sein Herz ist? Glaube ich nicht. Nein,
Wir beerdigen ihn später. Gut. Huck, los geht das. Los, Huck, hol dir den Fisch. Nanu, was war das denn? Okay. Ja, ja, drück den Knopf, los. Fass, los, Huck, hol dir den Fisch. Nanu, was war das denn? Okay. Gut, okay, dann drückt man halt selber. Ich dachte, ich kann den Vogel fliegen lassen und dann sind wir halt selber da. Ah, okay, dann drückt man den Knopf halt eigenständig. So, du kommst Fisch mit mir, alter Freund. So, und Auslöser drücken. Bist du, Bengel, dass du unsere heiligen Hallen betrittst? Ich bin Robert. Nein, bist du nicht. Du bist Okarios, Junge, und du bist groß geworden. Meine Güte, wie lange ist das her, dass Conroy die Basilen auf uns losgelassen hat? Ich fürchte, 15 Jahre ungefähr. 15? Da brat mir doch einer einen Windmönch. Wir werden diesen Mistkerl vierteilen. Wo steckt dein Vater? Ich muss mit ihm reden. Tja. War er das? Ja, mein ältester Freund, mein Orchestermeister. Ist vielleicht meine Mutter hier irgendwo? Bei dem Angriff... Ich habe gesehen, wie sie versteinert und zerstört wurde. Es tut mir so leid, mein Junge. Sie war eine so kluge, warmherzige... Eine elende Schande ist das! Eine Schande! Aber deine alten Herrschaften haben dich geliebt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ehrlich? Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Okario hat sich immer gewünscht, dass du das Orchester an seiner Stelle führen würdest. Komm, Junge! Tun wir ihm den Gefallen. Alles klar. Wir flöten die Welt in den Frieden. Yeah. Da windet es wieder. Herrlich. Nach all den Jahren bekommen die alten Knochen mal wieder Bewegung. Ja, ihr seid wirklich alt. Da fällt mir ein, die Versteinerten. Ich muss ihnen helfen. Aber es gibt keinen schnellen Weg aus dem Wald. Keine Sorge, ich fliege einfach. Was? Du kannst fliegen? Nein, ich reite einfach auf den Basilen. Du reitest auf Basilen? Aber es sind Gottwesen, die... Nein, meiner ist kaputt. Ich nehme einfach Conroys. Okay, ihr kennt den Song. Ich bin gleich wieder da. Was für ein Teufelskerl! Unser Kapellmeister! Spielt auf, ihr nasenlosen Söhne von Tasteninstrumenten! Jetzt sorgen wir für ordentlich Durchzug! Wie geil ist das denn? Ach, wie knuffig! Geschafft? Ja, alle sind entsteinert. Auch die Flötennasendynastie. Jetzt hat Asposien endlich den Wind zurück. Na toll. Muss ich jetzt deine Eltern kennenlernen? Nein, die sind tot.
Oh. Oh, das tut mir leid. Und mir erst. Nein, dass ich immer so gemein zu dir bin. Ich mach das eigentlich nur, weil ich dich wirklich gern habe. Oh, wie süß. Oh, wofür war das denn? Dafür, dass du die Welt gerettet hast. Das war für den Kuss. Du dachtest wohl, ich merk das nicht. Das war's absolut wert. Alles klar, du schwere Nöter hier. Alles klar, das war's mit der Inner World. Hat richtig viel Spaß gemacht. Bantas hat richtig schön viel Witz gehabt und war eine richtig süße Story nebenzu. Und was heißt nebenzu? Das ganze Ding war einfach richtig toll gemacht. Und ja, ich weiß, es gibt schon einen zweiten Teil. Den habe ich auch schon da. Den werden wir auf jeden Fall auch noch spielen. Ach, guck mal da ist der Igel. Das Knurrviech da, was wir vorhin auf Puderzucker gesetzt haben. Ich finde das aber nett, wie sie das so ein bisschen umschrieben haben. Das ist richtig schön harmlos und alles. Ja, ist schon echt nett gemacht. Ja. Gut, dann beschleunige mal den Abspann hier noch ein bisschen. So, und da haben wir es jetzt tatsächlich endgültig geschafft. Das war's mit der Inner World. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Let's Play. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, ciao, euer Captain Kirk.